Etwas mehr als eine Woche nach dem Horror von Hanau ist klar, Deutschland hat ein konsequent unterschätztes Problem mit Terror von rechts und mit Rassismus. Ja, Alltagsrassismus, ein Thema, dem wir uns endlich mal stellen müssen, auch wenn es wehtut. Du siehst, Rassismus ist ein Thema, wir müssen darüber reden. Wir haben hier Menschen... Wir haben darüber geredet und müssen ihn leider, weil die Sendung zu Ende geht, hier abhören. Sie merken, wir sind am Schluss ein bisschen ins Schleudern gekommen. Ja, wichtig ist, dass man drüber redet, absolut. Was Menschen, die nicht deutsch genug aussehen, bei uns immer öfter erleben, ist wirklich eine Schande. Und zwar nicht nur im Internet, wo man ja schon alles gewöhnt ist, sondern auf der Straße, ganz offen. Bedroht, bepöbelt, angespuckt. Man könnte auch sagen, gelebter Rassismus ist längst angekommen in der Mitte unserer Gesellschaft. Ich bin heute früh 6:30 das erste Mal mit meinem Hund gegangen. Da kamen hier unten schon vielleicht 10 Mann, so Ausländer. Wo konnten die so früh 6:30 her? Also ich war sprachlos. Ich sage, jetzt wird es langsam ungemütlich. Ja, jetzt wird es ungemütlich. Rentnerinnen beschweren sich über Frühaufsteher. Das ist nicht mehr mein Deutschland, Freunde. Und Rassismus hat viele Gesichter, leider. Da sagen zum Beispiel Patienten zu hier geborenen Ärzten mit türkischen Wurzeln, oh, Sie sprechen aber gut Deutsch, wo kommen Sie denn ursprünglich her? Ja, kommt ständig die Frage und damit muss man umgehen. Ja. Und dahinter steht ja die allerspannendste Frage, ab wann gehört man hier bei uns zum Wir? Was muss man machen, um hier zum Wir dazuzugehören? Nach einer aktuellen Umfrage hat zum Beispiel jeder dritte Deutsche mit Migrationshintergrund schon Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt. Der 35-jährige Ingenieur Mehmet D. war monatelang auf Wohnungssuche in Berlin. Erfolglos. Bei einer Wohnung bewarb er sich dann, nach der Absage, nochmal. Diesmal mit einem fiktiven deutschen Namen. Und schon bekam er eine Einladung. Siehste? Und hätte er sich dabei noch eine Heino-Perücke aufgesetzt, hätte er die Wohnung sogar gekriegt. Ne? Genau diese Art Diskriminierung ist übrigens laut Gleichbehandlungsgesetz ausdrücklich verboten. Allerdings gibt es da ja, Schlupflöcher. Vermieter dürfen nämlich in ihren Objekten auf die, Zitat, Schaffung ausgeglichener kultureller Verhältnisse achten, Zitat Ende. Sie merken, da ist Interpretationsspielraum. Was ist kulturell ausgeglichen? Am besten erkläre ich Ihnen das mal anhand von Barbies Traumhaus. Ja? Das ist so überhaupt nicht ausgeglichen, nur Deutsche. Da muss der Vermieter also auch mal Ausländer reinlassen. Ausländer, sagen wir mal, ja, ein Ehepaar aus Norwegen, genau. Plus, weiß ich nicht, zwei geile Schweden. Aber diese Hausgemeinschaft akzeptiert natürlich auch Türken. Also einen Türken und nur, wenn er im Erdgeschoss einen Kiosk aufmacht und nach Mitternacht noch Bier verkauft. Jetzt im Handel! Barbies kulturell ausgeglichenes Traumhaus. Der Multikulti-Spaß für Bio-Deutsche. Ja, kulturell ausgeglichen. Bei der Jobsuche erleben Leute mit ausländischen Namen das Gleiche. Angela Merkel sagt, Rassismus ist ein Gift. Und da hat sie natürlich völlig recht, das ist ein Gift. Allerdings, und das ist viel spannender, wer sind die Dealer? Da fällt einem natürlich wie immer zuerst die AfD ein. Ja, die AfD, deren Anhänger die Partei laut einer aktuellen Studie der Uni Leipzig nicht trotz, sondern wegen ihrer antidemokratischen und rassistischen Programmatik wählen. Ja, da verstehen viele jetzt gar nicht, wo das Problem sein soll. Wo würden Sie denn die Grenze ziehen, nach rechts außen? Nach rechts außen? In welcher Richtung denn? Ja, wo dein Daumen links ist, von dir aus gesehen. Von dir aus gesehen rechts. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Und keine Frage, wir könnten jetzt zur Beweisführung wieder Bernd Höcke mit seinem afrikanischen Ausbreitungstyp einspielen. Oder die Weidel mit ihren Messermädchen und Kopftuchmännern oder umgekehrt. Aber warum? Warum sollten wir das immer wieder zeigen? Es liegt ja alles auf der Hand. Sie kennen das auch alles. Hanau wäre für die AfD also eine wirklich Top-Gelegenheit zu ernsthafter Selbstreflexion. Oder natürlich zu Selbstmitleid. Hetze gegen die AfD. Ich finde es schäbig. Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Zweitens finde ich es schäbig. Wo soll das eigentlich noch hinführen? Bei der Art von Ausgrenzung und der Art auch, Entschuldigung, von Hetze gegen uns. Niemand hat uns lieb. Arme Wauzis. Oh, arme Wauzis. Ja. Nazis? Ach, Wauzis. Ach so, ja. Die Erfinder der Ausgrenzung beweinen ihre Ausgrenzung. Warum nicht? Warum nicht? Immerhin hat sich die Bundespartei der AfD inzwischen deutlich vom ekelhaften Malbuch der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen distanziert.
Haben Sie das mitgekriegt, dieses Malbuch? Ja, da gab es unter anderem Bilder wie das hier, wo im von Ausländern gekaperten Freibad Burka-Frauen zur Arschbombe ansetzen und Afrikaner ernsthaft mit Knochen im Haar gezeigt werden. Ne? Wie im 40er-Jahre-Cartoon. Oder habe ich da was falsch verstanden? Die AfD allerdings will hier keine Schwarzen mit Knochen in den Haaren sehen. Laut des Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion NRW, Markus Wagner, handle es sich um Badekappen von Mitteleuropäerinnen. Bald im AfD-Fanshop die Badekappe für mitteleuropäische Frauen, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Würde ich so gern sehen, wie der Bernd damit einen Körper vom Zehner macht. Naja. So, selbstverständlich, um es abzuschließen, selbstverständlich ist die AfD eine durch und durch rassistische Partei. Ja, trotzdem ist es ein bisschen billig, wenn jetzt zum Beispiel die Union so tut, als habe die AfD Rassismus und Ressentiment quasi erfunden. Gab es hier leider schon vor 2013. Und es ist ja auch nicht so lange her, dass diese Herren hier über Migration als Mutter aller Probleme oder Asyltourismus schwadroniert haben. Ja? Auch Unionspolitiker reden zwanghaft immer von Rechts- und Linksterrorismus. Als wäre das dasselbe. Nach 182 Toten durch rechten Terror seit der Wiedervereinigung. Kurz vor Hanau ist ja gerade die sogenannte Gruppe Teutonico aufgeflogen, die Geld und Waffen für Anschläge auf Moscheen gesammelt hat. Und da war schon wieder ein Verwaltungsmann dabei, der für die Polizei arbeitet. Ja, ja, wie man bei Aktenzeichen XY sagt, leider kein Einzelfall. Rechte Polizisten teilen in Chatgruppen regelmäßig sowas hier. Dort hatte ein Dienstgruppenleiter einen deutschen Weihnachtsgruß und weitere rechtsextreme Bilder verschickt. Zum Beispiel Hakenkreuzkekse. Oma hat Plätzchen gebacken, sind nur etwas braun geworden. Ja, die Oma macht übrigens auch einen hervorragenden SS-Stollen, aber das nur am Rande. Ja, und bei rechten Netzwerken wie Nordkreuz haben sich Polizisten, Verfassungsschützer und Soldaten sogar auf einen Umsturz vorbereitet. Einen ja, Tag X mit Feindes- oder Todeslisten und Leichensäcken, die schon bestellt hatten. Klar, man muss dankbar sein, um das klar zu sagen. Man muss dankbar sein für jeden, der bei Sicherheitsbehörden den Kopf für uns alle hinhält. Und die ganz große Masse steht selbstverständlich auf dem Boden der Verfassung. Trotzdem sagt es einiges, wenn unser Innenminister Seehofer jetzt eine, und das ist kein Witz, Zentralstelle zur Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst einrichtet. Ja, so wird die heißen. Genau da schalten wir jetzt mal hin zu Dennis Knossalla, Pressesprecher der neuen Behörde. Herr Knossalla, was genau machen Sie denn da? Also hier dreht sich eigentlich alles nur um eine Frage. Woran erkenne ich denn überhaupt einen rechtsextremen Polizisten oder Verfassungsschützer? Nicht so einfach. Ich meine, diese Leute tragen ja jetzt in aller Regel leider kein T-Shirt, wo draufsteht, rechtsextrem. Moin, Thorsten. Nehmen wir mal diesen Verwaltungsbeamten bei der Polizei Hamm, der jetzt mit Teutonico aufgeflogen ist. Woran hätte man erkennen sollen, dass der rechts ist? 2018 wurden 2 Reichskriegsflaggen auf seinem Balkon gemeldet. Er trug Kleidungsstücke, die auch von Personen der rechten Szene getragen werden. Gut, das sind jetzt vage Indizien. Springerstiefel tragen viele Leute, auch aus orthopädischen Gründen. Wie gesagt, nie vorschnell urteilen. Bei einem Polizisten aus Köln sind wir neulich stutzig geworden wegen seines Nummernschildes. AH88, ja, da denkt man erst mal nicht gut. Aber dann hat es mir der Kollege erklärt. Er ist 1988 geboren und Riesenfan von Anton Hofreiter. Tja, kurz gesagt, so einfach ist es nicht. Nee, und noch mal, die allermeisten machen ja einen super Job. Aber die Tatsache, dass Seehofer so eine Behörde einrichtet, zeigt doch, wir haben ein Problem. Keine Frage. Ich sage nur Racial Profiling. Also, dass Polizisten Menschen ab einem bestimmten Pigmentierungsgrad der Haut öfter kontrollieren. Auch dafür wollen wir hier sensibilisieren, in speziellen Übungen. Hier simulieren wir gerade Folgendes. Nach einem Einbruch sind 2 Verdächtige verhaftet worden. Und jetzt sollen die jungen Polizisten sich eben nicht von der Hautfarbe beeinflussen lassen. Das ist ja ganz wichtig. Genau das ist ja Alltagsrassismus. Sich das bewusst zu machen, ist ja schon der erste Schritt. Absolut. Und was machen wir jetzt konkret gegen Rechtsextreme im öffentlichen Dienst? Oh,
Da gibt es viele tolle Ideen. Rechtsextreme geben sich ja betont männlich und fühlen sich magisch angezogen von Uniformen. Auch deswegen gibt es aktuell 550 Verdachtsfälle allein bei der Bundeswehr. Besonders betroffen unser Kommando Spezialkräfte, die Einheit für die ganz harten Jungs. So, und genau da setzen wir jetzt an und ändern die KSK-Uniformen so, dass Rechte die nie mehr tragen wollen. Hier, neues Modell. Aha, wunderbar. Und die neue Dienstuniform für unsere Polizei ist sogar eine freche Mischung aus schwul und muslimisch. Ja. Wenn das nicht hilft, Dennis Knossaller, meine Damen und Herren, vielen Dank. So. Vielen Dank. Ja. Wie wollen wir in Deutschland zusammenleben? Was reicht uns da als Regelwerk? Das sind Fragen, die nie aufhören. Wichtige Fragen. Und vor allem die Diskussion über die sogenannte deutsche Leitkultur ist inzwischen fester Bestandteil unserer Folklore. Das heißt, sie kommt mindestens einmal im Jahr, wie, keine Ahnung, der Tag des deutschen Butterbrots oder sowas. Erstmals hatten wir die Debatte vor genau 20 Jahren. Damals angeschoben von, wer weiß es, Friedrich Merz. Und aktuell schon wieder wegen eines Leitkulturaufsatzes von Philipp Amthor. Unserem Klassenbesten. Das muss gefeiert werden. Friedemann Weise. Ratschläge in die Fresse mit Friedemann Weise. Kaum zu glauben, 20 Jahre Leitkulturdebatte. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ja, mach das. So haben Sie sich auch gefreut, oder? Seit dem Jahr 2000 kommt jedes Jahr irgendein männlicher Unionspolitiker um die Ecke und fordert eine deutsche Leitkultur. Die neueste Forderung kam letzte Woche von Philipp Amthor, hier als Leitkultur verkleidet. Das muss man sich mal vorstellen. Als Friedrich Merz die Debatte damals anfing, war Amthor gerade mal 7. Wirklich. Und immer noch die gleiche Brille. Und was viel schlimmer ist, immer noch die gleiche Debatte. Wenn eine Debatte in 20 Jahren zu absolut gar nichts führt, muss man sich vielleicht mal fragen, ob die überhaupt nötig ist. Wir haben noch das Grundgesetz. Da steht alles drin, was man für ein friedliches Miteinander braucht. Na gut, das und vielleicht noch die Hausordnung. Okay, und die Mülltonnenregeln. Na gut, und der Putzplan. Der Deutsche braucht eben immer alles schriftlich. Sogar fürs Kacken will er einen Beleg von Sanifair. Die Idee von einer Leitkultur für ganz Deutschland ist einfach nicht zeitgemäß. Mein Ratschlag, naturbelassene, nachhaltige, regionale Leitkulturen. Zum Beispiel der Karneval im Rheinland. Regionale Leitkultur mit großem Sinn für Integration. Der Crashkurs Karneval für Anfänger in einem Caritas-Zentrum soll Asylbewerbern genau das vermitteln. Schunkeln inklusive. Sie müssen wissen, wie es geht, weil sonst erschrecken sie sich und denken, wir sind verrückt. Das stimmt auch ein bisschen, aber man sollte erklären, dass das auch wieder aufhört und wieder weggeht. Ja, wieder weggeht, also bei manchen mehr, bei anderen weniger. Regionale Leitkultur funktioniert halt nur in der Region. Wenn zum Beispiel rheinische Jecken in Berlin auftreten, freut sich auch nicht jeder. Aber ist doch okay. Jede Region hat eben ihre eigene Tradition. In München das Oktoberfest, an der Mosel die Weinfeste, in Westfalen die Schützenfeste und im Rest von Deutschland, da säuft man halt ohne Grund. Wissen viele gar nicht. Alkohol ist ja auch wichtig für die Arterhaltung. Hinter der Leitkulturdebatte steckt einfach die Angst vor Veränderung. Alle träumen davon, samstagabends wieder frisch gebadet im Frotti-Schlafanzug auf der Couch zu sitzen und Wetten, das zu gucken. Aber diese Zeiten sind nun mal vorbei, für immer, und die kommen auch nicht zurück. Baggerfahrer dieser Welt, vereinigt euch. Wir greifen im November noch einmal an. Wetten, das. Was? Das ist ein aktueller Trailer? Ich glaube, das ist deutsche Leitkultur, dass sich im Fernsehen nie was ändert. Wetten, das kommt zurück. Verstehen Sie, Spaß wird 40. Sonntags immer Tatort. Und ich weiß auch, wer in 30 Jahren die Heute-Show moderiert. Oh, ich hätte gehofft, Christian Ehring. Naja, tschüss. Ratschläge in die Presse mit Friedemann Weise. Alter, der Clip hatte ja wieder alles, du. Wahnsinn. Inhaltlich stark, Satire, Comedy Gold. Ich hab's noch drauf. Also, ich würde den Kanal direkt abonnieren und auf Gefällt mir drücken, wenn ich das nicht schon getan hätte. Das war wirklich stark. Junge.